Was geht ab, Freunde und Supporter? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu der nächsten Folge meiner Most Wanted Liste für das Jahr 2020. Wie immer natürlich vielen, vielen Dank erstmal für das Feedback, für den Support auf die letzten Videos. Schön, dass ihr am Start seid immer noch. Und ja, Support ist gemacht. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, eure Meinung in die Kommentare, eure Liste gerne weiterführen. Und auch die Videobeschreibung abchecken. Folgt mir gerne auf Instagram, checkt meinen Partner Instant Gaming ab für das Gewinnspiel für günstige Games, Keys, dies, das, Ananas. Und wir werden jetzt weitermachen. Ich habe ja beim letzten Mal keine Tipps mehr gegeben, weil... habe ich Tipps gegeben? Nee, ich habe keine Tipps gegeben. Stimmt, genauso wie bei der Top-Liste habe ich keine Tipps mehr gegeben. Denn, ja, so langsam kommen wir in Bereiche, wo man das schon erahnen könnte, bevor überhaupt Tipps sind. Weil so viele sind jetzt nicht mehr übrig, so viele richtige Überkracher-Games. Obwohl natürlich jeder hat seine eigene Meinung, das ist ja klar, das wissen wir ja alle. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal durch. Ist auch ein Spiel, was letztes Jahr schon auf der Most Wanted-Liste war. Bei mir ist Final Fantasy VII das Remake auf Platz 9 und es ist ja endlich bestätigt. Es kommt ja endlich, zumindest ein Teil der Story. Ja, die machen es tatsächlich so, dass sie das Spiel wirklich aufsplitten, wie sie es am Anfang gesagt haben. Und jetzt gab es zu E3 dieses Jahr E3 Präsentation, gab es ja richtig viel Gameplay. Dazwischen gab es richtig viel Gameplay, davor gab es Gameplay. Und man hat jetzt einen besseren Eindruck noch vom Spiel und es sieht bombastisch aus. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja, es sieht wirklich mega aus. Ihr habt das Gameplay gesehen. Sie haben es, soweit ich das verstanden habe, haben sie das nochmal angepasst zum ersten Gameplay-Trailer, den man damals gesehen hat vor einigen Jahren. Dass sie jetzt wirklich die Action-Komponente mit drin haben. Allerdings kann man auch das Gameplay pausieren und so ein bisschen taktischer rangehen. Das war ja früher auf jeden Fall bei dem 7. Originalteil, war das ja rundenbasiert, das wirklich, ja, dieses klassische japanische rundenbasierte Kampf-Gameplay hat es in den Rollenspielen. Und jetzt modernisieren sie das so ein bisschen Final Fantasy 15 Vibe drinne, aber auch taktische Kämpfe, was ich sehr cool fand. Und jeden Bericht, den ich drüber gelesen habe oder gesehen habe über die Demo, wo die Leute sich selber zocken konnten, die alle waren richtig begeistert, dass sich das richtig geil steuert. Es sieht richtig geil aus und anscheinend nehmen sie sich wirklich sehr viel Zeit. Sehr viel Geld steckt da wahrscheinlich drin, so wie das Spiel aussieht. Und Alter, ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ich werde zocken. Wie gesagt, das ist ja keine Garantie, dass ich jedes Spiel davon zocke. Zeit, dies, das, Ananas. Man weiß ja nicht so genau, wenn es denn rauskommt, ist es dann wirklich so geil, wie alle jetzt hoffen. Man weiß ja 100%, weiß man es ja nie. Allerdings, die Zeichen stehen sehr, sehr gut für das Remake. Und ja, allgemein, so neue Remakes von ganz, ganz alten Spielen ist so, ja, schon ein bisschen Trend geworden, wa? So. Ich meine, die Crash Bandicoot-Reihe wurde ja nochmal geremaked, Spyro, Resident Evil, Final Fantasy und daraus entstehen echt immer gute Spiele, ja, muss man sagen. Bisschen modernisiert alles, voll der Zungenbrecher für mich, das Wort. Bisschen in die Moderne gebracht, das Gameplay und das funktioniert immer noch. Also ich habe echt Bock auf den Teil und bin mal sehr gespannt, wie es am Ende dann wird. Der nächste Teil, Platz 8, ist bei mir... ja, ein Spiel, wo es jetzt so viele Gerüchte schon gibt, aber 100% bestätigt ist es noch nicht. Ich habe es ausnahmsweise mal, nicht wie andere Spiele, trotzdem reingenommen. Assassin's Creed, Ragnarok oder wie es auch am Ende heißen wird. Sie haben ja gesagt, 2020 kommt wieder ein Assassin's Creed, haben sie ja gesagt. Auf der anderen Seite, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach in den Videos angesprochen, haben sie auch gesagt, sie werden jetzt einige Spiele verschieben, bisschen die Qualitätskontrolle wieder erhöhen bei Ubisoft, was auch ein guter Schritt ist, habe ich auch schon öfter gesagt, sehr, sehr gut finde ich das, wenn sie es da auch wirklich durchziehen. Keine Ahnung, ob Assassin's Creed davon auch betroffen ist. Wir wissen ja, was damals passiert ist zu Assassin's Creed Unity Zeiten und das war ein Spiel, das kam ein Jahr nachdem die Konsolen rausgekommen sind und das neue soll ja angeblich sofort für die neuen Konsolen rauskommen. Weiß man nicht, ob der Schritt klappt. Man weiß ja auch nicht, ob kommt noch ein Assassin's Creed für die alten Konsolen und so weiter und so fort. Ich gehe mal davon aus, sie werden einen Assassin's Creed rausbringen. Das wäre schon für Ubisoft, es ist ja wie eine Qual wahrscheinlich für die, dann 2 Jahre oder anderthalb Jahre nein, keinen neuen Assassin's Creed Teil rausgebracht zu haben. Weil wir hatten letztes Jahr einen, dieses Jahr kam er nicht, das haben sie ja schon vorher gesagt. 2020, ich gehe mal davon aus. Und ich sag mal so, egal was es für ein Setting wird, egal wie es heißen wird, Assassin's Creed ist erstmal, ja, ich sage bewusst erstmal,
immer bei mir auf den Listen zu finden, weil ich Assassin's Creed immer noch liebe. Die Liebe hat gelitten die letzten Jahre und die letzten zwei Spiele haben jetzt nicht mehr so viel zu tun mit dem ursprünglichen Assassin's Creed-Gedanken, wie ich es damals empfunden habe, wie viele von euch das empfunden haben. Aber die Reihe, irgendwie ist sie trotzdem immer in meinem Herzen. Also ich kann da nichts dagegen tun. Deswegen muss sie auf jeden Fall mit dabei sein, das Spiel. Bisher das Setting, wenn es wirklich denn so stimmt, wir wissen es ja nicht 100%. Aber Wikinger-Setting sieht auch ganz nice aus. Hätte ich auch Bock drauf, auch wenn wir das jetzt erst mit God of War hatten. Und das ist wieder so ein Punkt, da muss ich das dann am Ende wahrscheinlich auch mit God of War irgendwie messen, so von der Optik her und alles. Ich bin sehr gespannt. Also Assassin's Creed muss dabei sein. Ja. Auch wie gesagt, wenn die letzten beiden Teile jetzt, ich fand sie zwar gut, aber so viel mit Assassin's Creed hatten sie ja jetzt nicht zu tun. Auch die DLCs fand ich sehr schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl der Fluch der Pharaonen bei Origins war ganz nice. Atlantis habe ich ja nur den Anfang gespielt, bei Odyssey fand ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig die erste Stunde, deswegen habe ich das auch nicht mehr weitergezockt. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, viele reden von Witcher, ja, hat sich ja sehr orientiert daran, diese Reihe, und es hat leider nicht annähernd das Level erreicht. Und ey, wie gesagt, wenn sie die Qualitätskontrolle nochmal ein bisschen erhöhen, ein bisschen schärfen und ein bisschen checken, alles klar, ey, wir haben so viel Potenzial, wir müssen das Spiel nicht 100 Stunden lang machen. Machen wir es lieber 40 Stunden, 50 Stunden, ultra geil für die Leute. Machen wir lieber so, anstatt 100 Stunden irgendwelche Nebenquests, die nicht sonderlich Bedeutung haben oder sowas. Machen wir lieber 50, 40 Stunden. Ein richtig geiles Spiel. Fände ich persönlich zumindest besser. Ich brauche jetzt nicht ein Spiel wie Odyssey oder Origins, wo du dann 100 Stunden rein investieren kannst, wenn du willst. Oder 60, 70 Stunden. Aber das hat dann nicht so eine Qualität wie, ja, ihr wisst schon. Deswegen, ich rede schon wieder viel zu viel über Assassin's Creed. Wir haken das einfach mal ab. Assassin's Creed Ragnarok oder wie es heißen wird, Platz 8. Erstmal, obwohl man nichts weiß. und wie gesagt, um das nochmal kurz abzuhalten, andere Spiele, wo man weiß, es wird entwickelt, wo man vielleicht hofft, es kommt 2020, habe ich jetzt nicht mit reingenommen, die Spiele. Ich kann vielleicht nochmal ein extra Video machen, lasst mich das gerne mal wissen, ob ich das machen sollte. So, Platz 7 ist bei mir auch ein Spiel, was angekündigt wurde und wo ich sage, ey, das könnte ein Spiel sein, was Nintendo in den Kampf gegen die neuen Konsolen wirft. Und das ist natürlich Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Das muss dabei sein bei mir, Freunde. Das Spiel muss dabei sein, denn für mich persönlich, der erste Teil ist für mich das beste Switch-Spiel, was ich bisher gezockt habe. Ich habe vielleicht, ich will jetzt nicht übertreiben, 10, 15 Switch-Games gezockt oder so bisher. Also wirklich nur exklusive Sachen. Ich persönlich bin kein Fan davon und ich kann es auch... muss jeder selber wissen. Für mich persönlich ist der Handheld-Modus jetzt nicht so ultra wichtig, dass ich jetzt unterwegs zocken möchte oder sowas. Ich persönlich würde mir zum Beispiel niemals irgendein Spiel holen, was ich auch auf der PlayStation zocken könnte oder auf der Xbox oder auf dem PC. Ich für mich würde das niemals machen, weil ich dann extra auf Qualität in Sachen Optik, in Sachen stabile Frames und so weiter verzichten würde. Deswegen, für mich kommen in erster Linie nur exklusive Titel in Frage. In erster Linie sind es ja Nintendo-Sachen, obwohl das Mario vs. Rabbids fand ich auch richtig nice. Aber Zelda ist für mich das beste Spiel bisher Switch-mäßig. Obwohl es anfangs technisch gerade seine Schwierigkeiten hat. Und ich habe gehört, dass es auf der Wii U tatsächlich sogar besser gelaufen ist. Von der Qualität her, von der Stabilität der Frames. Denn Zelda hatte auf der Switch tatsächlich am Anfang meiner Meinung nach schon sehr krasse Frames-Drops. Gerade wo du am Anfang aus dieser Höhle kommst, direkt geradeaus läufst. Da war ja so ein Wald, da hat es bei mir übelst geruckelt. Wo ich dann dachte, oh, komisch, dass da kein Magazin drüber redet. Wir wissen ja auch, ist ja auch immer so eine Sache mit Nintendo. Nintendo ist ja heilig, obwohl Nintendo nicht immer alles cool macht. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich für meinen Teil habe damals nicht, ja, leider, weil ich kein N64 zu der Zeit hatte, Ocarina of Time gezockt. Und ich habe auch nicht dementsprechend diesen halben geistigen Nachfolger Majora's Mask gespielt. Und jetzt ist ja das erste Mal, das zweite Mal danach. Kann das sein, dass es das zweite Mal erst bei Zelda ist? Ich bin jetzt nicht der übelste Zelda-Experte. Obwohl, ich glaube, auf dem DS gab es dann auch so eine Art Nachfolger, oder? Die DS-Zelda-Spiele habe ich auch nicht gesagt. Wie hieß die? Spirit Tracks oder sowas? Und gab es da nicht auch so einen Quasi-Nachfolger noch? Worauf ich hinaus will, die machen ja jetzt hier einen Nachfolger, der genauso heißt
der aber eine 2 im Titel hat. Das ist ja schon was Besonderes für die Zelda-Reihe. Und ich persönlich sag euch, das war jetzt ein neues Experiment für die, ja, mit der Open World und was für mich persönlich sehr gut funktioniert hat. Obwohl, mich persönlich hat es ein bisschen gestört, nicht, dass die Welt leer war oder sowas, das überhaupt nicht. Mich persönlich hat es ein bisschen tatsächlich gestört, wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch, dass die Schwerter kaputt gehen, die Waffen, das hat mich voll gestört, Alter. Dass die Waffen nach ein paar Schlägen immer wieder kaputt gingen und du sie nicht richtig reparieren konntest oder so. Das hat mich wirklich gestört. Aber hier gibt es ja jetzt einen zweiten Nachfolger und ich persönlich, Alter, wenn sie das nehmen, was sie im ersten Teil gemacht haben, das konsequent weiterentwickeln, ein bisschen noch mehr auf die Technik achten, dass es stabiler läuft, dass es vielleicht noch ein Ticken besser aussieht, obwohl der Grafikstil ist immer noch nice und so alt ist es ja jetzt noch nicht, das Spiel. Dann sehe ich das nächste geile Spiel. Also Zelda, ey, das hat mir so gebockt, ey. Ich habe da wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube 116 von den 120 Dungeons gemacht. Ja, Dungeons kannst du ja nicht nennen, diese Tempel, diese Aufgabentempel oder sowas. Ich habe da wirklich eine Nacht lang, das war übelst, Alter, da habe ich von, keine Ahnung, bis 6 Uhr morgens gezockt, das Game. Übelst geil, mich reingenommen und für mich persönlich wirklich das beste Switch-Spiel, was ich bisher gezockt habe. Und da kommt ein zweiter Teil, das muss auf der Liste sein. Das muss auf die Liste, auf jeden Fall. Ich meine, man weiß jetzt noch nicht so viel davon, aber es muss auf die Liste. Ja, dementsprechend Zelda Platz 7. So, Freunde, wie gesagt, Tipps werde ich für die nächsten Runden nicht geben. Ihr könnt ja natürlich gerne trotzdem miträtseln. Eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare knallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Ja, zur vorletzten Folge beim nächsten Mal schon. Krass, oder? So schnell geht's. Hau rein. Danke fürs Zusehen erstmal. Tschüss.